Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Stöger. Da kommt der Schuss. Blockt den Schuss erstmal ab. Abseits angezeigt. Jetzt ist der Ball weg. Das ist die Chance. Tja, kann er den mit dem Schlenzer machen? Ja, war mir fast so aus. War ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. Das gibt Freistoß, aber zeigt er auch eine Karte? Gute Parade nach diesem Freistoß, aber auch eine dankbare Aufgabe. Stöger. Lucia. Das könnte was werden. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Ja, er verliert den Ball. Schönes Zuspiel. Da wäre Platz auf außen für Mainz. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Auf dem Flügel ist Platz für Bochum. Macht er ihn! Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Ballverlust. Er ist frei. Da kann was draus werden. Super gehalten. Ui, was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. Die Ecke kommt rein. Das macht er stark. Er hat kein Problem bei diesem Eckball. Den Zweikampf führt er sehr gut. Der VfL Bochum könnte über außen kommen. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Erstmal wichtig, hier in Ballbesitz zu bleiben. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke.
zieht mit dem Ball nach innen. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Schöne Aktion. Die Chance hier. Die können erstmal blocken, aber weiter Gefahr. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Was den Ballbesitz angeht, hat Mainz 05 auf jeden Fall Vorteile bisher in dieser Partie. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Die Führung. Aaron Martin! Ja, damit sind sie hier mit 3 Toren vorne. Wieder so eine klasse Szene. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja klar, den lässt er sich natürlich nehmen. Tor für Mainz. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Stöger. Lucia. Zoller. Er verliert da den Ball. Die Chance auf den Konter. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Was gibt er jetzt hier? Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Ja, wird hier gut unterstützt. Pfosten, aber abseits. Der hätte also nicht gezählt. Oh, das war knapp. Ich glaube, da wird die Abwehr erstmal tief durchatmen. Das war natürlich keine gute Aktion. Den Ball müssen sie durchlassen. Auf jeden Fall. Andere waren da deutlich besser postiert. So ist das Abseits. Er zwingt diesen Ballverlust. Setzt sich da schön durch. Wieder verlieren sie den Ball. Gefährlicher Schuss. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ball kurz gespielt. Die Mitspieler kommen ihm zur Hilfe. Gute Aktion. Guter Pass. Ah, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt.
Lucia. Hofmann. Stöger. Den Zweikampf führt er sehr gut. Gutes Tackling. Tor. Sie bieten sich an. Tor. Bell. Edmilson Fernandes. Chor. Lee Jae Sung. Er spielt steil. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Hofmann. Das könnte vielleicht was werden. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Stöger. Gamboa. Chor. Ball geht direkt zum Gegner. Ja, das sieht gut aus. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Da hat er die Chance. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Wie wird er entscheiden? Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Die Nummer 22, Christopher Anviage. Neu dabei, die Nummer 17. Sie können den Pass unterbinden. Chor. Bell. Gut den Ball abgefangen. Zoller. Stöger. Da geht er vorbei. Wie macht er den denn rein? Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Lee Jae Sung. Da fangen sie den Pass ab. Aaron Martin. Erstmal wichtig, hier in Ballbesitz zu bleiben. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball. Ah, das sah gut aus. Dann kommt dieser Steilpass ein bisschen spät und dann ist es abseits. Klarer Fall, gibt auch keine Diskussion. Das hat jeder gesehen.
Nimmt erstmal ein wenig das Tempo raus. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Schön dazwischen gegangen. Da kann er erst mal klären. Oh, viel Platz jetzt. Klasse dazwischen gegangen. Danilo Soares. Lucia. Hofmann. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Kevin Stöger. Erstmal abgeblockt. Die Gäste führen hier klar. Wir sind mittendrin in der Schlussphase. Sie sind überlegen. Zwei Tore Führung. Sie machen das immer wieder clever, sind sehr stark. Ich glaube, die holen sich den Sieg. Rick, oh, da wäre jetzt Platz. Sie verlieren hier den Ball. Zoller. Lucia. Und jetzt ein Schuss. Der Schuss war keine wirkliche Herausforderung. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Gutes Tackling hier. Jetzt, wenn das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird es eng. Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Gutes frühes Stören. Super dazwischen gegangen. Hofmann. Ist hier immer noch am Ball. Aber jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Chor. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Bell. Lee Jae Sung. Jetzt der Ballverlust hier. Guter Pass jetzt. Ja, die Flanke bringt nichts ein. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Nur noch der Torwart vor sich. Und das ist natürlich weit am Tor vorbei. Ja, das ist harmlos, können wir nicht anders sagen. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Gerrit Holtmann. Hofmann. Danilo Soares. Der energische Vorstoß. Kann diesen Ball halten.
Der Ballverlust jetzt. Da können sie kontern. Hofmann. Er zieht vorbei. Kevin Stöger. Macht sich ganz lang. Was für eine Parade. Und jetzt Doppelwechsel. Kurz ausgeführt. Da ist die Flanke. Gut mitgespielt vom Torhüter. Er fängt den Ball ab. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Die Chance. Tolle Parade. Und so geht der Ball knapp über die Latte. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Ecke kommt in den 16er. Da macht er zu, starke Aktion. Er zeigt vollen Einsatz und blockt auch diesen Schuss. Da kann er sich den Ball holen. Da setzt er sich gut durch. Torgefahr kam bei diesem Ball natürlich nicht auf. Schöne Aktion. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Klasse Angriff, aber auch diese Abwehr müssen wir da loben. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Kein weiteres Tor für ihn, also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Die Nummer 16, Stefan Bell. Neue Demokratie, die Nummer 25, Hansche Olze. So, Ecke kommt. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter. War gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Ecke kommt ins Zentrum. Geht hier noch was? Es schien aussichtslos, aber jetzt sind sie bis auf ein Tor dran. Was für eine Schlussphase. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. So, da wird es angezeigt. 4 Minuten zusätzlich sehen wir noch. Sie gehen dazwischen. Guter Vorstoß jetzt.
Da pfeift der Freistoß. Macht er ihn. Das macht er sicher. Ganz sicher. Er hat auch diesen Ball. Klasse Parade. Mainz kann über außen kommen. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Jetzt Zafilidis. Pierre Kunde Malon. Gerrit Holtmann. Zafilidis. Hofmann. Den Zweikampf führt er sehr gut. Gute Balleroberung hier. Jetzt haben sie vielleicht noch mal die Chance. Wir haben den Schlusspfiff, Buschi, und wir hören es deutlich, die Fans sind sauer. Sauer über diesen Platzverweis, der aus ihrer Sicht keiner war. Aber ich finde, wenn sie nachher die Fernsehbilder sehen, müssen sie ihre Meinung ändern. Heute haben wir eine gute Leistung gesehen. Klar, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt heute. Mainz weiter im Ballbesitz, aber er muss aufpassen. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Mainz weiter im Ballbesitz, aber er muss aufpassen. Was für eine Chance! Erneut das Tor. Zwei Tore Vorsprung nun also. Sieht alles gut aus für sie. Aaron Martin. Ah, damit sind sie hier mit drei Toren vorne. Wieder so eine klasse Szene. Da geht er vorbei. Wie macht er den denn rein? Die Chance. Tolle Parade und so geht der Ball knapp über die Latte. Da war er noch dran und es gibt Eckball. So, Ecke kommt. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter, war gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Ecke kommt ins Zentrum. Geht hier noch was? Es schien aussichtslos, aber jetzt sind sie bis auf ein Tor dran. Was für eine Schlussphase.